Meine lieben Freunde, ich habe einen kleinen Weg gefunden und zwar hier oben geht es durchs Dachfenster. Wir waren schon ein, zweimal hier oben, jetzt aber auf alle Fälle wissen wir, hier müssen wir raus. Und damit willkommen zurück zu What Remains of Edith Finch. Die lange Suche nach einem Ausgang habe ich euch auf YouTube ein bisschen erspart. Der Stream musste da quasi mehr oder minder mit mir durch die Hölle gehen. Gleichzeitig hatte ich so viel krasse Emotionen noch in meinem Magen gespeichert, gerade die Gregory-Geschichte. Gregory war der einjährige Sohn, Gus besser gesagt, war hier mit dem Drachen. Also, die ist mir so krass in den Magen reingeschossen und eigentlich hat diese lange Suche nach dem Weg ein bisschen dafür gesorgt, dass auch mein Gefühlschaos etwas zurück ist oder normalisiert ist. Meine Mom zog eine Woche nach Schulabschluss nach Indien und fand einen Job als Englischlehrerin. Louis wurde ein Jahr später geboren. Louis hier oben, 88 bis 2010. Auch da möchte ich mal sagen, 22 ist nicht wirklich ein Alter, ne? Also nach unten nichts, nach oben ja. Als mein Dad starb, wusste meine Mom, glaube ich, nicht, wohin sie gehen sollte. Ich bin mir sicher, dass Edie glücklich war, sie wieder nach Hause zu sehen, kommen zu sehen, glaube ich ja. Interessant, also es ist so cool, dieses Haus ist ja so mega cool gebaut. Wir schauen hier nochmal ganz kurz hoch. Ich glaube, wir sind schon fast ganz oben in diesem Haus, oder? Hier hoch geht's noch. Dawn, Louis, Milton und Edith. Ich habe ja wohl auch hier gelebt. Das Haus musste vergrößert werden, aber das war Edie ja gewohnt. Und eine Zeit lang war alles gut, fast normal. Our family history, fact or fiction. Edith, Barbara, Molly, Sam, Calvin, Gregory, Odin, Sven und Gus. Louis rules. Es ist halt eigentlich so cool, so eine Familiengeschichte zu haben, aber es ist halt so traurig, weil es so eine hardcore, dauertraurige Geschichte ist. Hier sogar mit Beam und allem drum und dran. Das Haus ist so mega cool. Ich fühle dieses Haus so krass. Aber es hielt nicht lange an. Ja, ich hab's befürchtet. Odin Finch, Myth, The Curse and History. Cool gemacht mit diesem kleinen Klassenzimmer. Ich feiere das total, wie diese Familie eigentlich gelebt hat. Im Sinne von, als sie gelebt hat. Nicht, was alles passiert ist. Oh, hier steht sogar noch ein Laptop. Hier ist auch noch irgendwie so ein bisschen Strom, vielleicht von diesem Notstromgenerator. Der Anfang vom Ende war, als Edie Milton zu seinem 10. Geburtstag ein Schloss schenkte. Milton auch hier verschlossen, ne? Schau mal rein. Nach Milton verschwinden war von ihm nur ein Zimmer voller Gemälde zurückgeblieben. Milton hat sehr viel gezeichnet. Ha, da ist es diesmal einfach. Was hat also Miltons Zeichnungen machen auch so ein klein wenig Angst, muss man sagen, ne? Immer sehr dunkel, sehr schwarz, sehr. Uiuiui. Ja. Aber auch extrem schön gezeichnet. Auch hier das Modell. Sehr hübsch. Was ist das? Oh. Oha. Oje, Mini. Bisschen Story von Milton. Zu seinem Verschwinden wahrscheinlich. Wir schauen mal. Milton Finch in der Zauberpinsel. Wir machen die Audio, ich glaube, auf 3 hatte ich sie. So.
Milton Finch in The Magic Paintbrush. Oh, das ist cool, ein Daumenkino. Was war da denn? Ach jo? Ja. Er hat quasi sich selber gezeichnet, wie er einen Daumenkino zeichnet und hat in dem Daumenkino wiederum gezeichnet. Das ist mega cool. So Inceptioner ist immer wieder cool. Cool. Echt cool. Sehr schön. Gut, da gibt's nicht viele. Er ist halt einfach der Künstler. Ich war 4, als Milton verschwand. Ja, gut. Also hier. Hier geht's abwärts. Mom suchte monatelang nach meinem Bruder. Schließlich versiegelt sie die Türen. Das ist die Tür, in der Milton sich selbst verschwinden sehen hat. Na, hier die Fußsteps. Und dann nach dem Daumenkino zeichnen, raus aus der Tür. Und verschwunden. Was immer Milton im Haus gefunden hatte, wollte Mom unter Verschluss halten. Es ist so krass, wie viele Leid quasi alle die durchmachen mussten, die länger gelebt haben. Oh, hier geht's weiter hoch. Gar nicht gesehen beim Rauskommen. Ja, einfach noch geradeaus gestürmt. Wir erkunden die nächste Treppe. Mom gab ganz klar Edie die Schuld, aber ich glaube, Louis fühlte sich schuldig. Nach seinem Schulabschluss verbrachte er mehr und mehr Zeit in seinem Zimmer, bis Mom ihm einen Job in der Dosenfabrik besorgte. Louis, 22. Jeder sagte mir immer, mich aus Louis' Zimmer fernzuhalten, außer Louis. Shisha. Er hat ein bisschen das Hippie-Life genossen hier. Rechts geht's weiter hoch. Ich glaube aber, wir können hier links über das Boot, ja, über das Boot rein. Ich dachte mir schon, dass diese Leiter hier wahrscheinlich so ein kleiner Weg ist. Aber auch cool hier, die Chill-Out-Area. Er war ein ganz gechillter mit das Shisha. Und so ein bisschen Ganja-Style hier. Ich feiere diese Zimmer allesamt. Louis Zimmer war sehr, sehr vertraut. Dieser Teil von ihm lebte weiter. Exit. Eine Spielkonsole. Louis und ich verbrachten viel Zeit mit den Spielen von Spielen, aber er war erstaunlich schlecht darin. Er starb ständig. Highschool-Diploma. Oh, Doppel-PC hier. Gamer-Setup ist am Start. Leute, Gamer-Setup ist am Start. Hier oben überhaupt Strom und Internet zu bekommen, eigentlich eher so ein kleines Halbwunder. Übrigens, eine Hommage an die alte Logitech G15 oder G13 Tastatur, die zu dem Zeitpunkt zwischen 2010 und 2017 irgendwo so rauskam. Dawn Finch. Dear Mrs. Finch, sehr geehrte Mrs. Finch, als Louis Psychiater kann ich Ihren Wunsch nach einer Erklärung verstehen. Aus meiner Sicht begannen die Schwierigkeiten im Januar, kurz nachdem wir Ihren Sohn überzeugt hatten, sich wegen Drogenmissbrauchs in Behandlung zu begeben. Das Erste, was Louis im nüchternen Zustand erkannte, war die Monotonie seines täglichen Lebens. Er arbeitet weiter in der Konservenfabrik. Doch zog er sich innerlich zurück. In unseren Sitzungen habe ich dasselbe Verhalten beobachtet.
Sein Geist begann umherzuschweifen. Das ist so ein Walking-Game. Und gleichzeitig hier Maus und Tastatur. Multitasking. Umherzuschweifen. Okay. Ich bat ihn, es mir zu beschreiben. Er sagte, er habe klein angefangen. Er stellte sich ein Labyrinth vor. Er versuchte sich darin zurechtzufinden. Dann bewegte sich etwas. Fledermäuse. Und Kröten. Und Wesen ohne Namen. Dieses Multitasking killt mein Hirn. Er wusste, dass alles nur in seinem Kopf war. Aber er nahm es sehr ernst. Ich hatte gehofft, er würde sich finden. Aber er fand etwas anderes. Ich begann mir Sorgen um ihn zu machen. Tagträumend in der Konservenfabrik. Ich sprach mit seinem Vorgesetzten. Aber er sagte, Lewis hätte sich als vorbildlicher Mitarbeiter entwickelt. Methodisch, unermüdlich, fokussiert. Ein ganz neuer Lewis. So ließ ich ihn weitermachen. Geht's denn lang? Achso, hier komme ich raus. Ich ermutigte ihn sogar. Zunächst sah alles sehr vielversprechend aus. Er erzählte mir, dass er einen neuen Freund gefunden hätte. Am Rande einer Stadt, die er Lewistopia nannte. Er baute die Stadt Schritt für Schritt, Stein für Stein. Dann schuf er Musiker. Und Lieder, die sie spielen sollten. Er sprach davon, eine Band gründen zu wollen. Und er summte immer etwas vor sich hin. Mit jedem Tag wurde seine Fantasie stärker. In der Konservenfabrik sprach er nicht mehr. Aber er hackte zuverlässig weiter. Eines Tages begriff er,
dass all die jubelnden Menschenmengen, sogar die Steine unter seinen Füßen, alles nur in seiner Fantasie existierte. So konnte er tun, was immer er wollte. Er hielt Bürgermeisterwahlen und er gewann. Sie baten ihn zu bleiben, aber sein Geist war schon wieder auf Wanderschaft. Es wurde zu einem Spiel für ihn. Er eroberte eine Stadt und eilte dann gleich weiter. Kann ich hier segeln? New Louisville. St. Louis. Oh, so eine ganze... He started drifting away from our reality. Er entfernte sich immer mehr aus unserer Realität. Minneapolis. Until one day Minneapolis ist so schlecht. Bis er eines Tages vergaß, von der Konservenfabrik nach Hause zu gehen. So sehr seine Mutter ihn auch anflehte, ein Teil von Louis segelte weiter. Eine wunderschönen Prinzen, eine hübsche Königin. In Louisburg hörte er Gerüchte über... Boah, wir nehmen eine hübsche Königin. Handsome Queen. Die Königin war auf ihrer eigenen Suche nach finsteren Schlangen. Sinister Serpents. Er folgte dem Klang ihrer elektrischen Sitar. Electric Sitar. His chase led him to a golden palace. Schließlich kam er zu einem goldenen Palast, östlich der Sonne und westlich des Mondes. Even then, his logic remained sound. Trotz allem hatte er weiterhin eine gesunde Logik. He knew the world was all in his er wusste, dass die Welt nur in seiner Fantasie existierte. But he was so proud of Aber er war stolz, dass er sie erschaffen hatte. In seinen eigenen Augen war er zu etwas größerem als ein König geworden. Für jemanden, der im wirklichen Leben nie wirklich Erfolg hatte, muss das überwältigend gewesen sein. Dann traf es ihn wie ein Schlag, dass der wahre Louis nicht der war, der Lachs sagte, sondern der, der die Stufen zu einem goldenen Palast hinaufstieg. Meine Fantasie ist so echt wie mein Körper, sagte er. Er ließ nicht mit sich streiten. Tja, und am Ende ist es aber doch die Lachsfabrik, ne? Er begann die Welt, wie wir sie kennen, zu vergessen.
Ich glaube, es tat ihm weh, sich an Louis, den Dosenfabrikarbeiter, zu denken. Er begann, den Mann mit königlicher Verachtung zu verschmähen. Er dachte noch immer, ich könnte ihn retten. Sogar, nachdem er mir erzählte, dass er zum König über alle Länder des Wunders gekrönt werden würde. Oh nein, oh nein, oh nein. Der Palast würde mit seinen Kameraden erfüllt sein. Darunter auch die weiße Glückskatze, die darauf bestanden hatte, ihn zu beraten. Seine Königin wartete, seine Krone in Händen haltend. Es blieb nur noch eines zu tun. Seinen Kopf zu neigen. Den Rest wissen Sie, glaube ich, selbst. Mrs. Finch, ihr Sohn, war ein gütiger Mann und alle, die ihn kannten, werden ihn vermissen. Mein Bruder war richtig cool. Ich wünschte, du hättest ihn kennenlernen können. Brauchen noch Oma Dawn. Mama Dawn und Oma Eddie, ne? Oma Eddie haben wir noch nicht. Das ist krass. Auf dem Weg zurück von Louis' Beerdigung forderte mich Mom auf, mit dem Packen zu beginnen. Sie wartete bis einen Tag vor unserer Abreise, um es Edie zu sagen. Ich bin mir nicht sicher, ob sie es damit leichter oder schwerer machen wollte. Ich wünschte, wir wären geblieben. Aber ich verstehe, warum wir gegangen sind. Das ist mein Zimmer. Dawn Finch Kitchen. Oh, hat Mama mit mir so weit oben gelebt? Ja. Ja. Mama ist mit mir hier hochgezogen. Hier mit Mom gelebt. Das ist so rührend. Meine Mom ließ am Ende alles zurück. Erinnerung an Papa und Dad. Was in dieser Nacht geschah, hatte sich schon lange angekündigt. Vielleicht hätte es schon früher geschehen sollen. Jetzt kommt mein Zimmer. Aber es musste ein Ende finden, so oder so.
Boah, ist das schön. Das ist richtig schön. Jetzt bleibt nur noch dir von der letzten Nacht zu erzählen.
das schreibe ich jetzt selbst, ja. Den ganzen letzten Tag schaute uns Edie beim Packen zu und sprach kein Wort. Bis zum Abendessen, als sie ihr Glas anhob und sagte, auf unsere letzte Nacht zusammen und all die Nächte, die uns von da an trennen. You know what Oma, I said du weißt, about was ich dir zum Some Alkohol gesagt habe. Edis, am Flur wartet ein Geschenk auf dich. Schau doch mal, was drinnen ist. Die Erwachsenen müssen sich jetzt noch ein wenig streiten. I'm sorry, you're right. Es tut mir leid, du hast recht. Morgen fahren wir. Lass uns unseren letzten Abend. Ich fahre nicht mit. Edis, du kannst jetzt gehen. Grandma Edie wollte nicht weg hier. The power had been shut off that morning, der Strom war an diesem Morgen ausgefallen, aber Edie hatte immer jede Menge Kerzen. When my mom said the library, als meine Mom die Bibliothek versiegelte, wusste sie, glaube ich, nichts von dem anderen Eingang. Or that Edie had oder dass Edie einen Schlüssel dazu hatte. Da, wovor du Angst hast, wird mit Verlassen des Hauses nicht vorbei sein. Das, wovor du Angst hast. Edith hat ein Recht, von diesen Geschichten zu wissen. Deine Geschichten haben meine Kinder das Leben gekostet. Ich glaube, es ist besser, wenn Edith und ich noch heute Nacht fahren. Wir sorgen dafür, dass das Altersheim morgen früh noch einen Wagen vorbeischickt, okay? Wer hat hier geschlafen? Achso, hier. History of Finches bei Edith Finch. Liebe Edith, es gibt so viele Geschichten, die ich dir gerne erzählen möchte, aber es bleibt nur Zeit für eine. Es geht dabei um die Nacht, in der du geboren wurdest. In dieser Nacht hatte sich das Wasser ganz weit ins Meer zurück.